denke ich, auf Fleisch verzichten können, weil wir das einfach gerne essen. Sehr gut mit dem Essensplan geklappt und gefällt mir richtig gut, weil man dann einfach nach System einkaufen kann. Die Klopapierrollen frisch aufgefüllt, dachte ich mir, obwohl ich noch welche oben habe, habe ich mir gedacht, nee, ich muss jetzt ein Paket. Kein sonstiges. Natürlich ist es deswegen viel günstiger. Hallo ihr Lieben, Food Hall Zeit. Ja, ich habe gerade einen XXL-Einkauf beim Lidl gemacht und beim Netto habe ich auch noch was geholt, weil ich beim Lidl leider nicht alles bekommen habe. Ja, Coronavirus und so, ihr wisst Bescheid, ne? Nicht jetzt. Aber teilweise sind die Regale wirklich leer gekauft. Also Nudeln, Fehlanzeige beim Netto, habe ich euch beim Lidl, habe ich euch bei Instagram auch gezeigt. Also da, wenn ihr mir da noch nicht folgt, gerne auch da folgen, da würde ich mich riesig freuen. Und wenn euch das Format solche Food Hauls gefallen, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Naja, wir legen jetzt auch gleich los. Beziehungsweise, ich muss euch noch was erklären. Wir wollen es versuchen, diese Woche uns vegetarisch zu ernähren. Hat so an sich keinen so irgendwie speziellen Hintergrund oder so. Aber wir wollen es einfach mal ausprobieren, wie man sich da fühlt, ob es besser ist, ob es schlechter ist, wenn man einfach mal keine Wurst und kein Fleisch isst. Wir wollen, denke ich, wir werden nie Vegetarier. Also wir werden wahrscheinlich uns nie, also wir werden nie, denke ich, auf Fleisch verzichten können, weil wir das einfach gerne essen. Aber wir wollen es trotzdem mal ausprobieren und vielleicht dann auch für die Zukunft, was wir uns beide, ich und mein Mann, auf jeden Fall schon gedacht haben, es reduzieren. Vielleicht nicht mehr jeden Tag Fleisch. Aber um das einfach mal besser auszuprobieren, um einfach mal zu testen, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man eine Woche mal kein Fleisch isst, haben wir gedacht, probieren wir das aus. Und so dementsprechend ist der Einkauf auch. Wobei ich auch Fleisch gekauft habe in diesem Einkauf. Aber das werde ich einfrieren. Das war einfach runtergesetzt und reduziert. Und deswegen werde ich es einfrieren. Wir haben jetzt dann bald noch meine Kleine, wird jetzt bald 3 und dann haben wir Geburtstagsfeier. Und da war das, hat es sich irgendwie angepasst, dass wir da das Fleisch jetzt gleich mitnehmen. Das war halt reduziert und deswegen günstiger. Und da ist halt mein Sparding. Deswegen ist es natürlich jetzt auch nicht ganz vegetarisch geworden. Ja, egal. Ihr werdet sehen, ihr seid gespannt und ja, los geht's. Das wollte ich euch irgendwie mal ganz kurz erklären. Nur nicht, dass da irgendwie Missverständnisse passieren. Weil ich auf Instagram eben gesagt habe, wir wollen das versuchen. Und jetzt kommt da Fleisch im Einkauf mit dabei. Also das ist nicht bisschen ganz so verwirrend ist, warum und wieso, weshalb. Es kam auf jeden Fall einmal Brezen mit für 1,19 €. Bananen das Kilo, 99 Cent. Tomaten für 1,19 €. Und es ist auch, ich und mein Mann sind extra jetzt heute zusammen einkaufen gegangen, weil es gar nicht so leicht ist, vegetarisch, also wenn man das so das erste Mal ausprobiert, weil, naja, was machst du auf dem Brot drauf? Eine Wurst. Aber wenn du keine Wurst kaufst, was machst du sonst auf dem Brot drauf? Aber wir uns sind da ganz viele Ideen eingefallen, also wie zum Beispiel Tzatziki und leckere Tomaten und Gurken drauf. Richtig, richtig lecker. Den hatte ich auch letztes Mal schon und der ist richtig, richtig gut. Kostet 1,19 € und ja, deswegen Tomaten, Gurken und Tzatziki. Ja, yeah, sehr gut. Mayonnaise kam mit für den Vorrat für 95 Cent. Joghurt kam mit. Das mag mein Mann irgendwie. Ich mag Joghurt irgendwie überhaupt nicht. Mir ist der immer zu bitter oder zu sauer, keine Ahnung. Für 49 Cent. Diese Monto-Nachmache habe ich mal den Mädels mitgenommen für 79 Cent, beziehungsweise ich hatte da auch Bock drauf. Den Mädels, alles wegschieben, einfach den Mädels. Eine Paprika habe ich mitgenommen, da kostet das Kilo 2,69 € und Leute, diese Paprika, die eine Paprika hat 96 Cent gekostet. Ich muss jetzt noch ganz kurz ein bisschen, aber ich habe auch gerade eine Paprika. Ein Eisbergsalat kam auch mit für 79 Cent. Das ist ja auch ganz logisch, wenn man dann keine Wurst mehr isst und Fleisch, dann muss man irgendwie umsteigen auf irgendwas anderes. Deswegen ist auch mehr Gemüse und so ein Zeug mitgekommen oder auch beziehungsweise auch Eier für 1,09 € kam gleich. Zwei Pakete Eier mit, weil wir haben ja wieder einen Essensplan. Wollt ihr unseren Essensplan hören für die vegetarische Woche? Warte jetzt. Bestimmt wollt ihr meinen Essensplan hören. Und zwar, also gestern gab es Bratkartoffeln mit Ei und Salat. Hat allen sehr gut geschmeckt und keiner hat das Fleisch vermisst. Heute Mittwoch Spaghetti mit Tomatensauce und einem Salat dazu. Am Donnerstag gibt es Blow, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist eigentlich so ein russisches Reisgericht mit Hähnchenfleisch oder Putenfleisch, Reis und Karotte. Ich lasse einfach das Fleisch weg und dann gibt es halt einfach so wie so ein Risotto mit Karotte.
sozusagen. Dann am Freitag Kässpätzle und beziehungsweise die Kinder mögen nicht so gern Kässpätzle, für die gibt es Spätzle mit Soße. Deswegen brauche ich dafür auch wieder Eier. Am Samstag gibt es Pizza Margarita. Am Sonntag gibt es Nudelauflauf mit Gemüse. Und mittags gibt es Pfannkuchen. Ja, das ist so jetzt mal der Essensplan für die Woche. Übrigens habe ich ja letzte Woche gab es gar keinen XXL-Einkauf, weil ich gar nicht groß einkaufen war. Es gab nur so kleine Zwischeneinkäufe. Die habe ich euch aber trotzdem abgedreht. Die sind auch schon teilweise online, teilweise noch nicht so ganz. Ihr wisst ja, meine Food Toys, also diese Wochen-Einkaufs-Food Toys sind immer top aktuell. Die anderen nicht so ganz. Ja, und was wollte ich da jetzt sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das vorletzte Woche, das passt ja dann ganz gut, sehr gut mit dem Essensplan geklappt und gefällt mir richtig gut, weil man dann einfach nach System einkaufen kann und nicht ganz so verplant einkauft. Also ich bin zwar immer noch der Spontaneinkäufer und es kommt immer wieder was mit, wenn ich irgendwas sehe, aber mir gefällt es, dass wir am Abend schon mal wissen, was wir kochen. Das ist so, irgendwie gefällt mir, das taugt mir bis jetzt auf jeden Fall noch. Frischkäse kam mit für 99 Cent, das nehme ich auch wahnsinnig gern mittlerweile zum Kochen. Gerade wenn man eine Tomatensauce verfeinert oder so, einen Esslöffel Frischkäse rein und Leute, die Soße schmeckt gleich um Welten besser. Oliven, grüne Oliven kamen mit für 79 Cent. Dieser Serifi Kräuter der Provence, also nochmal ein Frischkäse, also wird sehr käselastig, weil irgendwas muss hier aufs Brot, kam mit für 79 Cent. Knusperjoghurt kam mit für 29 Cent jeweils. Nochmal ein Joghurt für 49 Cent. Ein Käse für 1,39. Ja. Machen wir mal weiter. Achso, netto. Ja, ich mach mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Aber wir kriegen das schon irgendwie. Oh Gott. So, dann habe ich einmal ein Paket Zebra-Rollen mitgenommen für 1,55. Ich habe gerade gedacht, das ist mein Klopapier. Das Klopapier-Story ist auch lustig, gell? Nudeln waren ja total ausverkauft im Lidl. Coronavirus, ihr wisst Bescheid. Wie schaut denn das bei euch in den Läden aus? Ist das bei euch auch teilweise so? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall hat die gerade die Klopapierrollen frisch aufgefüllt. Da dachte ich mir, obwohl ich noch welche oben habe, habe ich mir gedacht, nee, ich muss jetzt ein Paket mitnehmen, weil wer weiß, wie es in zwei Wochen aussieht oder nächste Woche aussieht. Deswegen habe ich einfach mal ein Paket Toilettenpapier mitgenommen. Oh, als Angst, dass ich kein Toilettenpapier mehr kriege. Nicht, weil ich keins mehr habe, aber weil die Leute so verrückt sind. Also, das ist ein Kreislauf. Also jeder hat da wahrscheinlich... Also was wollen die mit Klopapier? Ich verstehe es nicht. Egal. Dann habe ich hier einmal Knoblauchbaguette mitgenommen für 59 Cent. Tomatenmark. Damit mache ich heute meine Tomatensauce. Ich mache da immer mit Mehlschmelz. Also ich mache die Tomatensauce meistens selber. Das ist richtig, richtig lecker. Kenne ich aus meiner Kindheit noch. Für 45 Cent. Müllbeutel haben wir gebraucht. Hatten wir keine mehr dafür. 55 Cent. Hier zum Beispiel Tomatenpesto. Normalerweise habe ich ja immer sonst öfters schon mal diese Baguettes mitgenommen. Kosten 1,89. Aber dann halt mit Schinken oder Salami oder so. Und ja, und jetzt habe ich halt Tomatenpesto mitgenommen. Also mich, ehrlich gesagt, ich bin ja sowieso nicht so der Fleischfan. Also so richtig Fleischfan ist gar nicht so meins. Was mir fehlen wird, wahrscheinlich so Snack-Salami, so Salami-Dinger und alles so, ja, so Wurst und sowas. Ich denke, das wird mir in der Woche schon ganz schön fehlen. Ich filme es natürlich auch mit in dem Food Diary, damit ihr das einfach verfolgen könnt, wie das so bei uns ist. Aber nehmt alles nicht so hart. Alles, was in der Schokolade, alles, was in den Gummibärchen an Fleisch oder was weiß ich da drin ist. Also ich bin Intuitiv-Esser. Ich esse das, auf was ich Lust habe. Und darauf, wenn ich dann auf irgendeine Schokolade Lust habe, und vor allem bei Schokolade, da kann ich halt einfach keinen Verzicht machen, dann ist da halt irgendwas drin, was da nicht reingehört. Ne? Versteht ihr mich im Kopf? Dann haben wir einmal hier Kartoffelchen mitgenommen für 1,49. Ich wollte eigentlich die günstigere Variante, wo 2,5 Kilo drin war, für 1,69, aber die haben schon gekeimt und naja, ich wollte es dann irgendwie auch nicht. Dann haben wir hier unsere Sonntagsbrötchen für 39 Cent. Ja, jetzt kommen dann auch das erste Fleisch, ne? Das werde ich aber einfrieren. Das Hähnchen, das war einfach runtergesetzt auf 2,40 Euro. Das ist Mais, Hähnchen mit Maispoladenhähnchen oder so. Das wird es nämlich am Geburtstag geben. Da habe ich auch mehrere Pakete mitgenommen. Aber ich habe mir einfach gedacht, ja, also am Geburtstag, da werde ich kochen. Da koche ich immer ganz normal. Und wir wollen es ja auch nicht ewig durchziehen. Und ja, ich versuche mich das hier zu rechtfertigen für was auch immer, aber ist ja wurscht. Deswegen kam nochmal eins mit hier, 2,32.
Und das wird einfach eingefroren, das Hähnchen. Das wird aber nicht die Woche gegessen. Einmal Mehl für 39 Cent, weil ich ja vorhabe, mehrere Sachen mit Mehl zu machen, wie zum Beispiel die Pfannkuchen am Sonntag. Dann habe ich eine Milch mitgenommen, die kostet 65 Cent. Dann habe ich, ne? Kongstrunk für 30 Cent. Mein Mann hat sich drei Kürbiskernbrötchen genommen für jeweils 29 Cent. Ich denke, die nimmt das sich bestimmt mit in die Arbeit. Toast, komm raus, für 69 Cent. Dann habe ich so ein Sonnen... Oh ja, ich kann es nicht mehr selber nicht mehr hören. Ein Sonnenblumenkörnerbrot für 79 Cent. Die haben ja jetzt gerade immer solche Ständer, wo alles 50%. Früher gab es beim Lidl nur 30%, jetzt haben sie auf jeden Fall 50%, wenn es vom Vortag ist oder so. Ja, Sonnenblumen. Es riecht auch lecker. Brot habe ich mich entschieden. Wenn, vor allem, wenn man dieses Sonnenblumenbrot toastet und dann Tzatziki drauf, Gurke und Tomate. Lecker. Anzünder kamen mal wieder mit für 65 Cent. Schon wieder kein Platz hier. Kongstrong für jeweils 30 Cent. Kongstrong 30 Cent, 30 Cent. Achso, und Tomatenketchup für 79 Cent. Übrigens, ihr kennt bestimmt alle die Marti. Die hat ihren Kanal endlich wieder. Die macht ja auch Food Hauls und auch Vlogs und keine Ahnung, ihr kennt sie bestimmt alle. Sie hat auf jeden Fall endlich ihren Kanal wieder. Die wurde ja gehackt und ja, und richtig doofe Geschichte bei ihr. Auf jeden Fall hat sie ihn wieder für alle, die ihr entfolgt sind, so wie ich. Ich bin ihr auch entfolgt, weil da sind so komische Hacker und dann nur noch mit Manga-Videos und was weiß ich nicht. Und auf jeden Fall hat sie ihn wieder für alle, die das wissen möchten. Gartenkräuter für 35 Cent kamen mit. Ja, der ist ja, Salat müssen wir jetzt etwas machen. Müssen. Oh. So, hier das besagte Toilettenpapier aus Angst gekauft, dass ich kein Toilettenpapier mehr habe, weil man ja auch nicht anders den Arsch abputzen kann. Ja, es geht nur mit Toilettenpapier. Deswegen kauft auch jeder wie wild Toilettenpapier gerade. Also es ist ein anderes Thema, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was an Toilettenpapier lebensnotwendig ist. Und trotzdem habe ich es jetzt auch gekauft. Ja, Lisa, alles gut, alles gut. Dann habe ich hier Hähnchen-Mini-Steaks mitgenommen. 1,49 war, auf 1,49 waren die runtergesetzt. Die haben wir immer sehr gerne in die Wraps gemacht. Aber ich friere sie ein für die Tage, wo wir vielleicht mal wieder Fleisch essen werden. Hähnchenflügel habe ich auch mitgenommen. Für 1,09 waren die runtergesetzt. Ich sage ja, da war so viel Fleisch runtergesetzt, dass ich da einfach mit... Das ist mein Spardings, ne? Und ich habe eine Gefriertruhe irgendwie so nicht, ne? Hähnchen-Mini-Steaks hier, 1,49 nochmal. Das ist immer perfekt für die Wraps, wo wir gerne essen. Dann haben wir hier noch einmal ein Paket Pommes für 99 Cent. So, da drüben. Nochmal so ein Maishähnchen für 2,38. Da habe ich 4 Stück insgesamt. Da kommt dann das letzte Maishähnchen auch noch. 2,41. So, ich hoffe, das passt dann auch alles in meine Gefriertruhe. Weil die Ente habe ich dann auch noch mitgenommen, weil die Ente war ja auch noch reduziert, 4,68. Ich dann zu meinem Mann, ja, kommt total realistisch rüber. Wir wollen uns eine Woche vegetarisch ernähren und die Lisa kauft übelst viel Fleisch, wie viel sie manchmal normal nicht kauft. Aber ihr wisst, wenn Fleisch reduziert ist, kaufe ich es immer und friere es dann ein. Also habe ich mir gedacht, wieso nicht auch jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, soll ich das überhaupt zeigen? Weil eigentlich will ich euch ja sagen, ich möchte eine vegetarische Woche einhalten und dann kaufe ich so viel Fleisch. Naja, auf die Ente hat 4,68 gekostet auf jeden Fall. Aber ich habe mir dann gedacht, nee Lisa, wieso soll ich mich jetzt verstellen oder wieso soll ich irgendwas verstecken? Ich hätte es ja auch einfach euch nicht zeigen müssen. Aber ich, das habe ich dann mir gedacht, hä, warum? Ich bin ja ich und naja, naja. Aber zu den Haul als vegetarischen Haul kann ich mir jetzt auch nicht kennzeichnen, weil vegetarisch ist er jetzt auch nicht mehr. Ja, nochmal Hähnchenflügel für 1,09 €. Ihr wisst, was ich meine damit, oder? Nein. Ein bisschen verwirrend das Ganze. Ein Backkammenbert habe ich mitgenommen. Ja, es ist echt sehr käselastig, aber was isst man, wenn man keine Fleischwurst isst? Käse! Also ihr könnt mir gerne Inspirationen in die Kommentare schreiben, was man sonst noch so außer Frischkäse, Käse aufs Brot machen kann als Vegetarier. Also wenn man halt keine Wurst und Käse, Wurst drauf tun. Ne? Ja, 1,99 €. Ich liebe den übrigens. Der ist richtig, richtig lecker. Ach ja, aber ich mag diese Preisel-Wildpreiselbeer-Marmelade nicht.
Ein Paket Apfele habe ich noch mitgenommen für 2,69. Ich habe schon wieder Platz. Ein riesiger Einkauf hier geworden. Oh. Dann haben wir hier noch Chips frisch. Die sind im Lidl gerade im Angebot für 99 Cent. Oh, ich freue mich so, wenn endlich unser Kaufland wieder offen hat, weil im Lidl gibt es einfach keine Angebote. Außer halt, was zufällig am Angebot ist. Aber das Lidl-Prospekt durchblättern ist, ja, da finde ich halt nichts, was im Angebot sein könnte. Nochmal Sonntagsbrötchen für 39 Cent. So, ich glaube, das war jetzt alles vom Lidl. Beim Lidl haben wir ausgegeben 54,59. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, boah, also irgendwie haben wir voll wenig ausgegeben. Weil wir haben schon voll viel gekauft. Und dann sagt mein Mann, ja natürlich, wir haben keinen Wurstaufschnitt mitgenommen. Da dachte ich mir, ja klar, kein Wurst, keine Wienerle, kein sonstiges. Natürlich ist es deswegen viel günstiger. Viel Obst und so ein Zeug und Käse. Aber im Endeffekt, ja gut, wenn du jetzt dieses ganze Fleischding da wegrechnest, das wird bestimmt auch über einen Zehner gekostet haben. Aber im Grunde war das dann eigentlich günstiger. Also, wer sparen will, ernährt sich vegetarisch. Keine Ahnung. Dann war ich beim Netto eben noch, weil ich beim Lidl hat die Gurke 99 Cent gekostet und beim Netto gibt es gerade zwei Gurken für 1 Euro und deswegen bin ich ja noch zum Ding gefahren und beim Lidl gab es sowieso nicht die Margarita. Die Margarita waren alle ausverkauft und wir wollen ja am Samstag Margarita-Pizza machen. Beziehungsweise ich bin arbeiten, dann macht das mein Mann für die Mädels und sich. Und deswegen, ich habe ihn noch gefragt, ob er diesen Teig selber zum Ausrollen will oder die fertige. Und er wollte die fertige. Deswegen kam ich noch mit für 1,99 bei Netto. Beim Ding habe ich vergessen, Schokokrottos zu kaufen. War nicht so schlimm, weil wir waren ja noch vom Netto für 99 Cent. Und das habe ich auch vergessen beim Ding. Wir haben nicht mehr, keine mehr. Und das geht ja gar nicht. Also eine Snuggert-Creme für 1,29 kam noch bei Netto. Und weil ich noch nicht gefrühstückt habe, habe ich mir auch noch 4 Semmeln mitgenommen. Habe ich irgendwie beim, ich liebe die Eier eigentlich, die Semmeln vom Lidl. Habe ich aber irgendwie beim Lidl vergessen. Keine Ahnung, wir waren total verplant. Wenn du dann erstmal dich zurechtfinden musst, zum Beispiel, mein Mann wollte den Kartoffelsalat mitnehmen, ne? Ein Kartoffelsalat, fertigen Kartoffelsalat. In den meisten Kartoffelsalaten ist Speck drin. Ja, Vegetarier haben es nicht einfach. Und dann ein anderer Kartoffelsalat, entweder ist es so ein Pottich, hat er gesagt, war das so ein riesen Pottich, was er gar nicht wollte. Und dann aber auch mit Essig und Öl, also ganz, ganz schwierig. Ja, auf jeden Fall habe ich 4 Semmeln mitgenommen, für mich zum Frühstück. Ich weiche ab für 44 Cent, die waren da im Angebot, wenn du 4 Stück nimmst. Das Einzige, was ich an Wurst oder an Snack-Dings mitgenommen habe, waren die Snackies, weil die Mädels das einfach wahnsinnig gerne essen. Und also ich möchte nicht, da die, nur weil ich und mein Mann da irgendwas ausprobieren wollen, müssen die es ja nicht ausprobieren. Hallo, das sind Kinder. Und die lieben die Dinge und deswegen dürfen die natürlich auch essen. Ne? Die haben wir mit für 2,29. Aber so an, wir haben noch ein bisschen Salami im Kühlschrank. Das könnte ich ja in den Kindergartenbox mitgeben. Beziehungsweise die Große mag das eh nicht. Die Kleine mag sehr gerne Wurst. Die isst lieber Wurst wie irgendwas anderes. Die Große mag lieber Marmelade, Nuss-Nougat-Creme und sowas. Die steht eh nicht auf Wurst. Aber die Kleine eben, ja. Und da werde ich das im Kühlschrank da auch noch leer. Ich glaube, noch eine Packung an Salami-Aufschnitt, was wir haben. Und ja, wie gesagt, diese zwei Gurken, wo dann nur noch 1 Euro gekostet haben und wo es beim Lidl eine Gurke 99 Cent gekostet hätte. Ja, deswegen lohnt es sich dann schon, finde ich. Weil wir müssen jetzt eh so viel Gurkenzeug und müssen. Wir machen das alles freiwillig. Wir wollen es halt einfach mal ausprobieren. Warum nicht? Also ihr könnt es ja gerne mal mit uns ausprobieren. Ja. So, und beim Netto habe ich gezahlt 8 Euro. Ja, 8 Euro. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr jeden Tag Fleisch, Wurst esst. Das würde mich echt interessieren, wie das so bei euch ist. Ob ihr jeden Tag wirklich... Wir haben uns da mal so Review passieren lassen und uns gedacht, ja, wir essen eigentlich jeden Tag. Jeden Tag gibt es bei uns entweder ein Wurstbrot oder jeden Tag haben wir unser Abendessen mit einem Fleisch, mit irgendwas in dem Fleisch. Und dann haben wir gesagt, nee, das muss ja echt nicht sein, wir können ja reduzieren. Und damit wir das einfach mal ausprobieren, wie es eigentlich ist, ohne Fleisch. Deswegen machen wir erstmal eine Woche ohne komplette Tutti Fleisch. Und dann werden wir einfach, wir werden trotzdem Fleisch essen und so. Aber vielleicht nicht mehr ganz so häufig. Das haben wir uns zumindest mal vorgenommen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich will jetzt noch nichts hier an die große Glocke hängen und sagen, wir werden so und so. Nee, mal schauen. Aber ja, sollten einfach ein bisschen drauf achten. Wir haben übrigens das Yankee-Experiment angeschaut. Es hat uns vielleicht ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ja. Das vielleicht...
man einfach vielleicht darauf achten könnte, sollte. Und ich bin eh kein Fleischesser, ich brauche es nicht jeden Tag. Und finde ich mega, dass mein Mann jetzt von sich aus gesagt hat, er will es ausprobieren. Richtig gut. Richtig gut, weil dann kann man das auch zusammen oder als Familie ausprobieren. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ja, ich zeige euch noch den Rest. Ich hoffe, ich habe da nicht ganz so verwirrend und jemand versteht überhaupt, was ich damit meinte und was wir damit vorhaben. Naja, ist ja wurscht, dass das ist. Also, wir haben echt viel gekauft. Unser Fleisch. Ja, unser Fleisch. Aber wir wollen uns vegetarisch ernähren. Yeah, Lisa. Richtig authentisch. Ja, halt so wie ich immer bin. Ne? Wie gesagt, ich hätte es euch einfach auch nicht zeigen können. Ich hoffe, euch hat der Foodhaul gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Wenn du bei Instagram bei mir vorbeischaust, würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann mach das doch gerne eben. Mindestens 3 Videos kommen jede Woche online. Ganz viel Foodhauls, ganz viel Food Diaries auf meinem Kanal und ganz viel der Tag mit mir, Vlog, was ich und so den ganzen Tag so mache. Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Ciao! I guess I should have run out after you. I should have cried. I do not feel like I've been torn apart.